Yo, was geht? Herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem erneuten Video mit Pokémon Strahlender Diamant. Schön, dass du wieder da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Weihnachtstage gut überstanden, habt euch reichlich beschenken lassen und seid gesund. Und eure Familie gesund halt, ne? Gut, wir machen weiter hier mit Pokémon. Auf der Route 207. In der letzten Folge sind wir ja den kleinen Berg hochgegangen, wovon wir immer gesprochen haben. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben Fahrrad und sind dann hier auf Route 207. Wer die Folge verpasst hat, gerne reinklicken. Werde ich euch hier oben links auf das i verlinken, also gerne mal reingucken. Wir sind jetzt hier in der Höhle oder kurz vor der Höhle. Entweder gehen wir jetzt hier gleich mal rein, gucken uns hier aber wahrscheinlich nur mal eben kurz schnell um. Weil ich glaube, es gibt keinen anderen Ausweg, als wie wenn wir in die Höhle einmal rein müssten. Ach komm, den kleinen Knirps sprechen wir mal an. Ich trage das Ganze ja über Shorts. Ich habe jede Menge Energie. Ja, das merke ich. So wie du da deine Runden läufst, das würde ich ja noch nicht mehr aushalten. Einfach jahrelang die gleiche Jeans anziehen. Die kurze. Egal ob Winter, ob Herbst, ob es kalt ist, er zieht trotzdem immer die gleiche Shorts an. Boah, okay. Steinwurf. Da haben wir gute Chancen. Rein damit. Flügelschlag nicht sehr effektiv. Das haben wir in der letzten Folge gemerkt und gelernt. Batz. Direkt Stein auf den Kopf. Perfekt. Auch direkt ein Levelaufstieg. Panflam. Oh, shit. Da müssen wir auf jeden Fall das Pokémon wechseln. Bidifass ist da das richtige Pokémon für. Oh, der hat einfach einen Panflam. Ja, moin. Jetzt nicht erwartet. Obwohl, so ein Affe hält ihm eigentlich schon sehr auf Trab. Dafür hat er dann seine Energie. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Also Panflap hat schon einen dicken Kopf. So, wenn man ihn so ansieht. Ein dickerer Kopf als wie sein ganzer Körper. Kleinstein. Pokémon wechseln. Was haben wir noch so? Auf Kleinstein effektiv. War das Rasierblatt? Ich weiß es nicht. Ja, komm, nehmen wir mal Chelterrain wieder rein. Kann gut sein, dass das Rasierblatt war, so eine Blattattacke. Ja, perfekt. Habe ich doch richtig geraten. Weil da war ja irgendwas bei Fight, bei dem ersten Arena-Leiter, da sind wir ja ratzfatz durchgegangen hier. Also da hatten wir sehr, sehr gute Chancen mit Chelterrain. Perfekt. Hundemorn Level 20. Wird auch Zeit. Verhöhner. Schauen wir uns mal an. Auch eine Unlichtattacke bringt das Ziel in Rage. Dies kann über drei Runden... Ah, nee, brauchen wir nicht. Ja. Das brauchen wir nicht. Eine Menge Energie alleine reicht wohl nicht aus. Och ja, Energie zu haben ist schon kein schlechtes Vorbild. Sagen wir es mal so. Erstmal Pokémon, Pokéball schnappen. Eine Kapsel Angriffsplus. Ja, kann man immer mal mitnehmen. So, was ist jetzt mit ihm hier? Dann nehmen wir wieder das Kleinstein nach oben. Weil das 8 ist sogar oben perfekt. Das soll nämlich auch mal ein bisschen leveln, das Kleinstein. Hohohoho, wer viel lacht, dem lacht auch das Glück zurück. Das stimmt. Stimmt schon einiges. Oh Gott. Kleinstein, Kleinstein, Kleinstein. Safe. Ja, dann nehmen wir, glaube ich, gleich Chelterrain mal nach vorne. Wenn er nur Kleinsteins hat. Dampfwalze, 15, 24. Ja, komm. Hauen wir rein. Jawohl.
Ja, es läuft aber auch. Kleinstein gegen Kleinstein ist ganz gut. Ja, Zubat. Weiterkämpfen. Sollte, glaube ich, auch mit Katapult sehr effektiv sein, ja. Ach man, muss das sein? Please, no. Puh. Perfekt. Kleinstein. Super. Und gut, dass ich den im Team habe. Ja, perfekt. Wieder ein Kleinstein. Und dann kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Zubat. Sehr viele Free XP für Kleinstein. Ja, ich freue mich, wenn wir hinter einen Onix haben. Ach, Kleinstein, okay. Dann machen wir es halt so. Was? Das ist dem richtig gegeben. Auf Fresse, Junge. Ich muss lachen. Ich kann nicht anders. Ja, lachen ist ja gesund, ne? So, dann machen wir die Kleine hier auch nochmal fertig. Auf! Lass uns keine Zeit verlieren. Ja, die ist wahrscheinlich auch voller Energie. Ah ja, okay. Na klar, Kämpferin. Die muss auf Trab sein. Oh Gott, Mititi, nein. Ich hasse das Pokémon. Ja, komm, Dampfwalze. Mal gucken, was das macht. Aua. Das tat weh. Das war der Volltreffer, der weh tat. Ah, das tat ja auch sehr, sehr, sehr weh. Ich hoffe, mehr weh als mir. Ja, hast du dir verdient, Kleinstein. Macholo. Weiterkämpfen. Macholo ist ja auch irgendwie so Steintyp, Bodentyp. Haben wir dann eine. Ja, okay, Dampfwalze. Fußkick, aua. Puh. Komm, mach es auch fertig. Jawoll. Dampfwalze ist die geile Attacke. Das kann nicht sein. Lass uns doch mal kämpfen. Oh, richtig. Meine Pokémon können nicht mehr. Ja, erstmal zum Pokémon Center rennen. Okay. Ah, wir kriegen das Onix. Jawohl, wovon ich gesprochen habe. Nanu, Kleinstein, entwickelt sich. Sauber. Geil, freut mich. Haben wir wieder eine Weiterentwicklung. Kann sich das Onix eigentlich jetzt... Georock? Warum haben wir Georock? Hä, bin ich jetzt doof? Kleinstein entwickelt sich doch zu Onix, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich bin da raus. Ja, gut. Georock nehmen wir natürlich auch gerne. Und dann hinter Geowatz noch besser. Okay, nehme ich auch. Egal, was es ist. Ich nehme alles. Okay, ja, da oben können wir wahrscheinlich noch nicht mehr hin, weil wir dann Kraxler brauchen. Und dann würde ich sagen, wir gehen ab in die Höhle. Nehmen aber nochmal eben Chelterain am besten nach oben. Ja, Geowatz nehme ich auch sehr, sehr gerne. So, wir haben nämlich das Itemradar da oben. Das kann nur ein paar Items aufspüren. Weil ich glaube... Oh. Weil ich glaube, in so ein paar Felsen, in so ein paar Steinen, sind ein paar Items versteckt. Und mit dem Itemradar in dieser Pocket-App kann er halt uns die Items aufspüren. So, Macholo. Machen wir mal Rasierblatt. Ach, Macholo habe ich sogar schon. Sehe ich gerade. Egal. Aua. Greifen wir halt nochmal an für die EP.
Vielleicht finden wir ja mal ein paar andere Pokémons, außer so ein Macholo, Kleinstein, Onix, was es dann nicht sonst noch alles gibt. Guck mal, hat sich sogar gelohnt, einen Brüller zu erlernen. Nee, braucht er nicht. Nee, so ein Ziel verjagen, das brauchen wir nicht. Gut. Dann nehme ich doch mal eben Kleinstein. Georock nach oben. Weil ich glaube, Georock hat dann doch schon ein paar mehr effektive Attacken. Perfekt. So. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Galax. Galax? Team Galactic ist auch hier. Oh nein. Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Eine Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Okay. Ja, dafür, dass er mit mir nicht kämpfen will, sehr nett von ihm. Ah, Pokéball, da kommen wir. Ja, da kommen wir hin, weil da eine Treppe ist, sehe ich. Ach, so schnell ging die Höhle? Okay. So schnell sind wir dann auch wieder draußen. Scheint wohl, als ob wir in dieser neuen Stadt wahrscheinlich dann Kraxler hinterher einsetzen können. Okay. Hohoho, du bist doch nur ein Kind. Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Ach, den einen, der so gerne gelacht hat, den haben wir auch besiegt. War wahrscheinlich dann Zwilling. So hat er nämlich auch gelacht, wie du gerade gelacht hast. Den habe ich fertig gemacht. Dann werde ich den auch fertig machen. Georock sieht schon geil aus. Und dann hinterher später Geowarz läuft. Ach, perfekt. Wir haben da wieder gute Karten. Boah, der hat gesessen. Der hat aber ordentlich gesessen. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Ja, eindeutig. Oh nein, der hat Kampfattacken. Obwohl mit Gesteinen, glaube ich, meine ich, wäre das effektiv gewesen. Ha, dieser Karatekämpfer. Ching Chong hier wird dich jetzt pulverisieren. Ching Chong Chong. Das will ich jetzt mal sehen. Einer, okay. Wahrscheinlich Mediti. Macholo. Ja, okay. Kriegen wir auch noch fertig. Mit der effektiven Dampfwalze. Wahrscheinlich wird das Macholo überleben. Wahrscheinlich doch nicht. Mir fehlt es immer noch an Kraft. Ching. So wie er immer macht. Die sind ja alle in ihrem Element, aber richtig. Du findest Kapsel X Initiative. Okay. Meldet sich das Pocket Radar eigentlich so oder muss ich das jetzt irgendwie einstellen? Ja, wir müssen wahrscheinlich immer mal da drauf tippen. Ja, oder wird sich wahrscheinlich so melden, denke ich. Wenn ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Ich habe gar kein Essen bei mir. Wie soll ich denn eins teilen?
Jawohl, da ist das Onyx. Ach man, ich hätte auch gern Onyx gehabt. Aber gut. Wenn halt kein Onyx, dann halt ein Geowarz oder Georock. Das Georock sieht einfach aus wie so ein Asteroid. Oh. Überlebt ja doch noch. Aber jetzt nicht mehr. Mit der dicken Dampfwalze nicht mehr. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Tja, hätte ich nur was zu essen dabei. Ach, wie schade. Ich habe leider kein Essen dabei. So, da hinten kommen wir nicht hin. Da brauchen wir wahrscheinlich erst Zertrümmerer. Entweder werden wir Zertrümmerer kriegen oder dann Kraxler. Mal gucken, was wir kriegen an VM. So, da haben wir das Mititi. Das können wir gerne fangen. Aber wird wahrscheinlich Level 15, 16 sein. 17. Ja, okay. Das war wohl nix. Ah, ich hab's mir gedacht. Shit. Da müssen wir doch nochmal in das hohe Gras rein. Aber vorher kämpfen wir mit der Lady hier. Die will gar nicht. Wie? Du möchtest kämpfen? Ja, aber natürlich. Ich wollte bei der super Wettbewerbsshow mitmachen. Aber wenn der Kampf nicht lange dauert... Nee, der dauert nicht lange. Der wird ruckzuck beendet sein. Das kann ich... Das wird schnell gehen. Ja, ja. Ich glaube, das wird ein schneller Durchlauf hier. Katapult? Jawohl. Wenn du noch so ein Pokémon hast, sehr gerne. Dann kommst du noch an deine Wettbewerbsshow. Roselia. Blatt-Pokémon. Ich glaube, haben wir auch gute Chancen. Ja, natürlich. Klar, ist ja ein Blatt-Pokémon, ne? Ja, egal. War trotzdem ein schneller Kampf. Habe ich ja versprochen. Ich habe verloren und kann ganz schnell wieder zu meinem Wettbewerb hin. Das stimmt. Das ist schön, dass du das eingesehen hast. So, Mititi. Bitte komm noch mal zum Vorschein. Ah, da... Oh, Anton. Oh, okay. Bin jetzt nicht so begeistert von... Wolke 7? Okay. Ja, alles effektiv dabei. Ich versuche einfach mal so einen Pokéball rauszuhauen. Ach, Wasser- und Käfer-Pokémon. Perfekt. Hau rein. Komm. First try. Na? Jawoll. First try, Anton. Klasse. Chaka, chaka. Nö. Ein Spitznamen. Den brauchen wir nicht. So, jetzt mit Mititi. Ach, ey, ich hab dich doch schon. Level 17 auch? Naja. Nee, da flüchten wir mal kurz. Weil ich brauche nur das Mititi. Ach, ey, Biliza. Oder Bidifas. Weg mit dir. Dich hab ich doch auch schon. Gib mir doch mal ein Pokémon, was ich doch nicht hab. Hier oben vielleicht? Versteckst du dich hier oben, Mititi?
Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir das finden. Dann werde ich wahrscheinlich gleich einmal kurz zurückgehen zum hohen Gras und werde das mit Diti wahrscheinlich mal kurz offline fangen. Also nicht im Stream, weil dafür haben wir wirklich im Moment überhaupt keine Zeit. Ja, die Bären werde ich mir dann auch nachher mal holen. Alle nennen mich Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast dir auch eine Bäre verdient. Eine Frage, Herr Bäre. Perfekt. Es sind ja nicht genug Bären vor der Tür. Vielen Dank. Wie wäre es mit einigen Bären? Alle Sorten sind aus frischem Anbau. Oh, das sind alle Bären? Okay. Aber für 80 Poké-Dollar ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich will nichts kaufen. Ich brauche keine Bären. Vergisst du auch so leicht, wo deine Bären gepflanzt hast? Ja. Ja, das dachte ich mir. Dein Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Bären darauf warten, gepflückt zu werden. Oh, okay. Ja, da wir ja eh keine weiteren Bären anpflanzen, brauchen wir eigentlich auch gar nicht auf der Karte gucken. Zwei Tröner im Kopf. Lass uns diese wundervolle Szene in einem Gemälde festhalten. Aber natürlich, Picasso. Natürlich. Er hat wahrscheinlich diesen Fabrigil oder so. Ne, Pantimi. Pantimimi. Ah, okay. Das ist so selten gesehen, das Pokémon. Ach du Kacke. Ja, super. Ich weiß auch gar nicht, was darauf effektiv ist. Ja, dann hauen wir mal Chilterrain rein. Ich glaube, irgendwie ein Psycho-Pokémon oder so. Meine ich zu wissen. Ja, Psycho-Pokémon. Komm, Strauchler. Ja. Hey! Danke! Habe ich das so prima hingekriegt? Schade. Oh Gott. Hat die jetzt meine Attacke? Kopiert Notdünger. Okay. Hä? Ach, nur Strauchler jetzt. Ja, okay. Nehme ich auch. Wenn du das so willst. Okay. Dann nehmen wir halt nur Strauchler. Ach, hätte das nicht vorher ein Volltreffer sein können. 26, oha. Mein bestes Pokémon von der Level heute her. Mobei? Noch nie gehört. Hört sich aber irgendwie an wie so ein Wasser-Pokémon. Ach, das, okay. Machen wir mal Biss. Ach ja, komm, leck mich am Arsch. Dann halt Strauchler, gut. Gut, wenn du es nicht anders willst. Nimm halt nur Strauchler. Nimm ich auch, bin ich mit einverstanden. Nummer 21, wird auch langsam Zeit. Prachtvoll, ich glühe vor lauter Inspiration. Der hat wahrscheinlich einen Kunst jetzt von Chilterrain gemacht. Ein Kunstbild von Chilterrain. Okay, ja, wie gesagt, oh, da unten ist auch noch ein Trainer. Ja, dann mache ich das wahrscheinlich offline, weil hier wollte ich mir eh das Mediti fangen, die Bären da pflücken und dann gehen wir schon mal in die Stadt rein, dass wir uns die ein bisschen angucken können. Wenn jemand die Stadt Herzofen erwähnt, denke ich sofort, super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinen Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Oh, was für eine hochnäsige Dame. Herzofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnoh gewählt wird. Jeder will hier leben. Ja, da werden wir uns jetzt mal selbst ein Auge drauf werfen. Route 208, oh no. Hä? Oh, was bist du denn?
Was willst du denn von mir? Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Hasprior, wer weiß wohin gelaufen. Oh, so, Hasprior, zurück in den Pokéball mit dir. Ab rein damit. Mein Name ist Julia. Ich bin Jurorin bei der Superwettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dich angemessen danken kann. Oh ja, habe ich gerne gemacht. Okay, dann schauen wir uns mal eben schnell nochmal... Obwohl, machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Dann ist es noch umso spannender und neugieriger. Deswegen werden wir uns verabschieden. Wenn du nicht verpassen willst, wie diese neue Stadt hier aussieht, wir gehen wahrscheinlich dann auch in die Wettbewerbsshow. Mal gucken, was da so abgeht. Auf jeden Fall viel Stoff, was wir uns angucken können. Deswegen verpasst keine weiteren Videos. Gerne dafür den Abo-Button smashen, um natürlich kein weiteres Video zu verpassen. Würde mich natürlich freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen da lassen. Wir sehen uns. Haut rein. Danke fürs Einschalten. Tschö mit Ö. Euer Moreno.